Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal bitcointrading.de. In dem heutigen Video analysieren wir den aktuellen Bitcoin-Chart und wir besprechen die neuesten Bitcoin-News. Also bleibt dran, es wird wie immer sehr informativ. Wir befinden uns auf dem aktuellen Bitcoin-US-Dollar-4-Stunden-Chart und am 13. April gegen 10 Uhr haben wir es hier geschafft, mit dieser 4-Stunden-Kerze endlich unser letztes All-Time-High bei 61.000 Dollar zu brechen. Wir sind aufgestiegen auf knapp 64.000 Dollar und haben somit ein neues All-Time-High für Bitcoin erreicht. Und wie ihr sehen könnt, hier oben circa bei 64.000 Dollar bzw. hier 63.700 Dollar haben wir auch schon unsere nächste Zielzone ziemlich genau erreicht. Ihr wisst, wir haben diese Zielzone hier mit der Fibonacci-Extension bestimmt. Und diese sind, wie wir sehen, sehr zuverlässig, denn diesen blauen Kasten hier hatten wir ja schon im Vorhinein eingezeichnet. Also sieht soweit sehr gut auf dem 4-Stunden-Chart aus. Und wenn wir kurz auf den Tageschart wechseln, der wisst euch ja, in dem gestrigen Video, da haben wir hier dieses aufsteigende Dreieck besprochen und haben hier gesagt, dass es eine höhere Wahrscheinlichkeit gibt, dass wir hier bullisch ausbrechen werden und auch, dass dieses Dreieck sich schnell zuspitzt und es nicht mehr sehr lange dauern kann, bis dieses Dreieck ausbrechen wird. Und wie wir jetzt sehen, hat sich jetzt dieses Dreieck hier ausgespielt. Wir haben es geschafft, aus diesem Dreieck hier bullisch auszubrechen und ihr seht auch, hier haben wir natürlich auch ein neues All-Time-High erreicht und wenn wir hier die Fibonacci-Extension verwenden, das letzte All-Time-High mit dem Tief verbinden auf Candle-Close-Basis, seht ihr auch, wir haben jetzt ziemlich genau das 1,2er Fibonacci-Extensionslevel bei ca. 64.000 Dollar erreicht, also die Fibonacci-Extension wirklich sehr zuverlässig. Wenn wir hier noch kurz das technische Breakout-Target dieses Pattern bestimmen, hier mit einer Linie, die wir von oben nach unten verbinden, da seht ihr auch, dass es hier auch ziemlich gut zur Fibonacci-Extension Extension passt, denn es ist hier ziemlich genau das Zweier-Level bei ca. 72.000 Dollar. Allerdings werde ich schon einen Großteil meiner Profite bei ca. dem 1,6er Fibonacci-Extensionslevel bei ca. 68.000 Dollar nehmen. Wenn ich die Profite nehme, sage ich das natürlich hier wieder auf dem Kanal. Also auch hier, der Tageschart sieht sehr gut aus. Die Fibonacci-Extension hat sehr gut funktioniert und dieses Pattern hat sich ausgespielt. Aber was wir auch sehen, wenn wir uns kurz den RSI betrachten, ihr seht, wir haben es jetzt hier mit diesem Breakout fast schon geschafft, diese bärische Divergenz endgültig zu brechen und somit aufzuheben. Ihr seht, wenn wir noch ein wenig ansteigen, werden wir es schaffen, hier diese Divergenz zu brechen und dann sind wir wieder zu 100% bullish auf dem Tageschart für den Bitcoin. Wechseln wir noch kurz auf den Wochenchart und auch hier seht ihr, wir haben es jetzt mit dieser Wochenkerze geschafft, ein neues All-Time-High zu erreichen. Allerdings wird diese Kerze erst wieder schließen am 19. April. Also wenn wir weiter mal bis zum 19. April hier auf einem All-Time-High schließen, dann bin ich hier wieder auf dem Wochenchart absolut bullish. Denn dann haben wir es hier endlich geschafft, nach dieser sehr langen Seitwärtsphase, wo wir jetzt hier zwischen 50.000 und 60.000 Dollar getradet sind, über einen Monat zu preschen. Und ich denke, dass wir dann hier Richtung 70.000 Dollar ansteigen können. Das sehen wir auch auf dem stochastischen RSI. Wir haben jetzt hier einen deutlichen Kurs gesehen. Die blaue Linie ist jetzt deutlich hier in den lilanen Bereich angestiegen. Das ist soweit ein sehr bullisches Zeichen. Aber wie gesagt, ich möchte noch hier zur Bestätigung warten, bis diese Wochenkerze geschlossen ist. Sollte diese nämlich nochmal hier runterfallen, das wäre natürlich sehr bärisch, dann würde die blaue Linie auch nochmal deutlich nach unten ziehen vom stochastischen RSI. Soweit sieht es aber sehr, sehr gut aus. Wenn wir dann noch auf den Monatschart wechseln, und hier haben wir wirklich jetzt ein historisches Ereignis. Ihr seht, wir haben jetzt hier momentan die 7. grüne Monatskerze. Wir haben jetzt hier schon einen historisch langen Anstieg, wir hatten noch nie 7 grüne Monatskerzen am Stück. Aber wie natürlich auch auf dem Wochenchart, diese Kerze hier für den Monatschart ist auch nicht sehr alt und die muss natürlich erst im grünen Bereich schließen. Sollte sie allerdings grün schließen, ist das hier wirklich ein historisches Ereignis. Und ich denke auch allgemein, dass wir gute Chancen haben, im 4. Quartal schon bis 80.000 oder sogar 100.000 Dollar anzusteigen. Allerdings gehe ich natürlich auch davon aus, dass wir innerhalb des 2. Quartals mehrere 20 bis 30% Korrekturen sehen werden, wie wir es natürlich auch in dem 1. Quartal gesehen haben. Und vielleicht werden wir auch hier zeitnah die nächste oder übernächste Kerze auch mal rot schließen, das ist natürlich kein Problem. Allerdings für das 2. Quartal bin ich sehr, sehr bullish und wie ich auch schon öfters beschrieben habe, gehe ich davon aus, dass wir dann vielleicht eher in dem 3. Quartal etwas schwächer sind, vielleicht nochmal zurückkorrigieren auf die 21er EMA auf dem Wochenchart und dann nochmal eine Jahresendrally sehen, also so ein ähnliches Ereignis wie 2013, aber das werden wir natürlich weiterhin beobachten. Soweit sieht der Monatschart sehr gut aus, wir haben hier die 7. grüne Monatskerze. Und diese Rallye hier scheint wirklich von historischer Länge zu sein, wenn diese Monatskerze hier grün schließt. Wechseln wir nochmal auf den 4-Stunden-Chart. Also wir sehen, alle Zeiteinheiten sehen sehr bullisch aus. Wir haben ein neues All-Time-High erreicht für Bitcoin. Das haben wir erwartet. Und jetzt zeige ich euch natürlich, wie ich meinen Trade hier weiterhin führen werde. Denn ihr wisst ja, ich habe meine erste Position hier circa bei 59.600 Dollar eröffnet, über dieser schwarzen Linie. Und ich habe jetzt hier diesen Retest schon gekauft. Allerdings müsste ich hier auch sagen, es ist trotzdem noch sehr riskant, hier um einzusteigen, denn wir haben hier oben noch keinen starken oder noch keinen richtigen Retest gesehen,
wenn ihr euch hier kurz anschaut, auf Candle-Close-Basis war unser letztes All-Time-High-Zieger bei $61.450. Das bedeutet also, wir könnten hier nochmal deutlich in diese blaue Linie, sogar auf den unteren Rand dieser blauen Linie zurückkommen, um eben dann den Retest zu vollziehen. Das heißt also, hier auf dem 4-Stunden-Chart auf jeden Fall noch vorsichtig sein. Ich bin jetzt hier oben schon eingestiegen, aber auch nur, weil ich hier unten schon mal eine Position eröffnet habe. Und mein durchschnittlicher Entry ist jetzt circa bei $61.000 und das ist also hier knapp unterhalb dieser blauen Box und ich werde auch meinen Stop-Loss direkt hier unter die vorherige Resistance ziehen, das heißt also hier unter diese schwarze Linie und ihr seht, ich habe dann hier nur ein Risiko von circa 3-4%, also ein sehr überschaubares Risiko und ich verwende zurzeit hier auch nur einen 3x-Hebel für meinen Bitcoin-Trade. Also ich bin jetzt nach wie vor immer noch vorsichtig und wie gesagt, es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir wirklich noch einen Retest sehen können, runter auf $61.000. Bevor wir dann hier nochmal weiter ansteigen. Was natürlich extrem bearish wäre, wenn wir hier nochmal durchfallen, runter auf die schwarze Linie, dann wäre hier dieser Breakout nicht nachhaltig gewesen. Da müssen wir noch genau drauf achten. Also hier auf dem 4-Stunden-Chart auf jeden Fall aufmerksam bleiben. Und das sehen wir auch auf dem Tageschart. Denn ihr seht, auch hier könnte es gut sein, dass wir nochmal auf diese rote Linie zurückkommen. Also auch hier auf das aufsteigende Dreieck ein Retest sehen, bevor der nächsten Aufwärtsbewegung, dass wir dann hier auch circa zurück auf $61.100 um halt das aufsteigende Dreieck zu retesten, zu bestätigen und dann können wir die nächste Aufwärtsbewegung Richtung $68.000 sehen. Das war es also soweit zu dem Bitcoin-Chart. Jeder, der hier den Trades gefolgt ist, sollte jetzt auch im Profit sein. Also denkt dran, keinen zu hohen Hebel und auf jeden Fall euren Stop-Loss nicht vergessen. Zieht dann hier auch unter das letzte Tief oder auch direkt unter die schwarze Linie, dann habt ihr kein zu hohes Risiko. Wer hier vielleicht schon länger in dem Trade dabei ist, kann natürlich auch hier oben erste Teilprofite realisieren und natürlich auch einen Stop-Loss auf Break-Even ziehen. Wenn jemand zum Beispiel jetzt hier oben noch nicht nachgekauft hat, sondern immer noch seit der ersten Position hier unten drin ist, dann kann man hier auf jeden Fall den Stop-Loss auf Break-Even ziehen und hier oben Teilprofite realisieren. Dann hat man natürlich kein Risiko mehr im Markt. Das ist natürlich die beste Möglichkeit. Beginnen wir mit dem Bitcoin News und wie ihr wisst, morgen wird ja Coinbase bei der Nasdaq gelistet. Und dieses Event hat natürlich auch nochmals zusätzliche Aufmerksamkeit für den Bitcoin gebracht. Allerdings muss man hier auch vorsichtig sein, nicht, dass sich das Ganze etwas wieder zu einem Buy the Rumor, Sell the News Event herausstellt. Das haben wir so ähnlich schon bei Cardano gesehen. Da kam ja auch die News, als dann Cardano auf Coinbase gelistet wurde, ist der Preis 50% hochgestiegen. Das haben wir damals mitgetradet, aber als dann wirklich Cardano auf Coinbase verfügbar war, sind wir nochmal über 20% eingebrochen. Also hier bei Bitcoin trotzdem noch etwas vorsichtig sein. Nichtsdestotrotz ist es natürlich insgesamt für das ganze Ökosystem eine positive News und rückt natürlich auch nochmal Bitcoin in ein seriöseres Licht und natürlich auch größere Investoren, die aus regulatorischen Gründen vielleicht nicht in Bitcoin investieren können oder auch aus Bedenken nicht in Bitcoin investieren möchten, die werden natürlich eher in die Aktien investieren, die ihr Geschäftsmodell auf Bitcoin beruhen haben, denn somit können sie auch indirekt an dem Bitcoin-Aufstieg partizipieren. Also hier auf jeden Fall insgesamt für den Crypto-Space extrem positive News. Aber wir haben natürlich auch fundamentale Daten, die dazu führen, dass im Bitcoin schon seit circa einem Jahr so extrem stark am Steigen ist. Und das sehen wir hier auf diesem Schaubild. Ihr seht hier einmal den Bullrun von 2017. Ihr seht, wir sind hier aufgestiegen auf $20.000 und hier unten drunter diese bunten Farben, das sind hier die verschiedenen Exchanges und eben die Balance auf den Exchanges, also wie viel Bitcoin verfügbar sind. Und ihr seht, während wir hier 2017 auf $20.000 angestiegen sind, ist auch gleichzeitig die Balance, die auf den verschiedenen Börsen verfügbar ist, mit angestiegen. Aber seit 2020, circa im März, hat sich das hier verändert. Und zwar seht ihr, da sind wir hier mit der verfügbaren Balance auf Bitcoin stark abgefallen, während der Bitcoin-Preis extrem stark angestiegen ist. Das ist ja auch allgemein eine Thematik, die wir schon in einigen Videos besprochen haben. Wir sehen, dass immer weniger Bitcoin verfügbar sind, da eben vor allem von den Institutionen mehr Bitcoin gekauft wird, als neu an Supply über den Mining Reward auf dem Markt neu zur Verfügung steht. Das heißt also, Bitcoin wird stärker gekauft, als neu verfügbar ist. Das heißt also, höhere Anfrage als Verfügbarkeit und das resultiert natürlich in einem steigenden Preis. Und das Besondere daran ist, wie ihr wisst, 2024 werden wir nochmal ein Halving haben. Das heißt, der Supply, der dann neu auf dem Markt zur Verfügung steht, wird nochmal halbiert. Und wir haben auch hier schon gleichzeitig gesehen, dass bis circa 2025 wir von aktuell 150 Millionen On-Chain-Bitcoin-Nutzern auf circa 1 Milliarde ansteigen werden. Das heißt also, die Nachfrage nach Bitcoin wird sich in Zukunft eher noch deutlich erhöhen, aber das Angebot wird deutlich geringer sein. Und das ist eben das Besondere an Bitcoin. Es gibt nur 21 Millionen Bitcoin, die jeweils zur Verfügung stehen werden. Bitcoin ist deflationär, extrem begrenzt. Und diese hohe Nachfrage und das geringe Angebot wird eben letztendlich zu sehr hohen Preisen führen. Und ich denke eben, dass wir mal mindestens die Marktkapitalisierung von Gold erreichen werden, also ca. 500.000
Dollar. Das sind noch ca. 10x, vielleicht in den nächsten 5, 6, 7 Jahre. Also man sieht hier jetzt wirklich noch massives Potenzial enthalten für ein Bitcoin-Investment. Dann kommen wir zur nächsten News und die ist wirklich sehr, sehr interessant, denn so ein allgemeines Gerücht oder eine Behauptung so im Mainstream über den Bitcoin ist ja, dass Bitcoin hauptsächlich für kriminelle Machenschaften benutzt wird, zur Terrorfinanzierung oder auch zur Geldwäsche. Und hier haben wir jetzt wirklich einen sehr, sehr interessanten Bericht. Und zwar hat hier ein ehemaliger Direktor des Central Intelligence Agency, also des CIAs, eine Arbeit erstellt, indem er eben aufarbeitet, zu wie viel Prozent eben Bitcoin in illegalen Aktivitäten verwendet wird. Diese Arbeit wurde in Auftrag gegeben von Coinbase, Fidelity und Square und das Ergebnis ist eben, dass Bitcoin kaum für illegale Zwecke verwendet wird. Wir sehen es hier ziemlich genau in einem Schaubild. Gut, 2013 waren wir noch ca. bei 7% der Transaktionen, die hier für illegale Aktivitäten verwendet werden. Das war ja dann noch damals mit dem großen Marktplatz hier am Darknet Silk Road. Aber ihr seht schon hier, 2017 waren wir schon deutlich unter 1% und unter 1% sind wir dann auch geblieben. 2019 gab es ja noch einmal einen großen Scam, das war ja der Plus-Token. Das war auch wahrscheinlich damals ein Treiber, der uns da im Sommer 2019 auf $14.000 hochgetrieben hat. Das war ja wirklich die letzte große illegale Aktivität. Und ihr seht, circa seit 2016 hier bis heute sind wir stabil unter 1% gewesen. Das heißt also, die Behauptung, die es im Mainstream gibt, Bitcoin nur was für Kriminelle, Geldwäsche, Terrorfinanzierung, ist absoluter Schwachsinn. Und eine weitere Behauptung, die wir oft sehen, die eben hier über Bitcoin geäußert wird, ist eben, dass Bitcoin eine riesen Energieverschwendung ist und extrem schlecht für die Umwelt. Und da muss man sagen, klar, Bitcoin verbraucht schon viel Energie, aber wenn wir das in Relation setzen, das gesamte weltweite Bitcoin-Mining verbraucht in etwa so viel Energie wie die Stadt Las Vegas. Und man muss sich überlegen, Las Vegas ist ja nur eine große Metropole von vielen in Amerika und auf der gesamten Welt. Also wenn man das da so im Verhältnis setzt, sieht man also, der Bitcoin-Verbrauch ist gar nicht so hoch und allerdings muss man auch sagen, ca. 30% der Energie, die eben für das Bitcoin-Mining verwendet wird, kommt aus erneuerbaren Energien. Und was man hier auch sieht, was eben auch immer öfter zu beobachten ist, ist eben, dass auch viele Mining-Firmen gleichzeitig auch erneuerbare Energien unterstützen. Und hier sehen wir zum Beispiel, dass hier eine US-Mining-Firma 14 Millionen Dollar in erneuerbare Energie investiert hat, also um mit erneuerbarer Energie zu 100% Bitcoin zu minen. Und was auch schon viele Mining-Firmen gemacht haben, die eben erneuerbare Energien verwenden, dort ist es ja so, dass die Energieverfügbarkeit schwankt, je nachdem eben, wie stark der Wind geht oder wie stark die Sonne scheint. Und dann entsteht ja teilweise auch überschüssige Energie. Und viele Mining-Firmen, die eben mit erneuerbarer Energie arbeiten, haben dann beispielsweise auch das Bitcoin-Mining-Netzwerk benutzt als Energiespeicher, um eben kurzfristig die erneuerbaren Energien in das Netzwerk einzuspeisen und somit eben Bitcoin herzustellen. Somit kann Bitcoin beispielsweise auch als Zwischenspeicher, eben auch nicht nur als Wertspeicher, sondern beispielsweise auch als Energiespeicher dienen. Wir sehen also, Bitcoin verbraucht schon eine hohe Menge Energie, aber zu einem hohen Anteil besteht jetzt eben schon die Energie, die verwendet wird, aus erneuerbaren Energien. Und wir sehen auch, Bitcoin kann auch zur Lösung des Problems beitragen. Also hier auch ein Gerücht, was so nicht stimmt, dass wirklich Bitcoin hier die größte Energieverschwendung überhaupt ist. Da gibt es auch sehr gute Videos auf YouTube für alle, die es näher interessiert. Das war's schon wieder mit dem heutigen Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat und ich dir in diesem Video einen Mehrwert bieten konnte, würde ich mich extrem freuen, wenn du mich jetzt kostenlos unterstützt und meinem Kanal ein kostenloses Abo dalässt und die Glocke aktivierst und auf alle stellst, sodass du immer eine Benachrichtigung erhältst, wenn ich auf meinem Kanal ein neues Video uploade. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.